Hallo, mein Name ist Bengt Rock und ihr hört Franks Reloaded Podcast, den Lieblingspodcast meiner Mutter. Yeah! Ja, Mensch, Boyer, jetzt hat man dich aber lachen gehört. Dieser Schwall von Kreativität gerade hat mich erschlagen einfach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reloaded Podcast. Und wenn ihr schon länger dem Reloaded Podcast zuhört, wir sind ja immerhin, warum sage ich eigentlich wir, es geht ja eigentlich nur um mich. Ich bin ja immerhin schon seit Jahren und Jahrzehnten auf Sendung. Dann wisst ihr auch, dass das quasi der Reisepodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum ist. Deswegen habe ich mir heute auch mal jemanden eingeladen, der ein bisschen was von seiner Reise erzählen kann, auch auf teilweise esoterischen Wege. Ihr kennt ihn vielleicht aus einem anderen Podcast-Projekt, aus einem wesentlich bekannteren Podcast-Projekt namens Isolierstation. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund von der Isolierstation. Ich höre das unheimlich gerne, auch wenn du jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsmoderator der Isolierstation bist. Aber hallo, KO102. Hallo, Franks. Und ich muss ehrlich sagen, es war eine korrekte Entscheidung von dir, jetzt bin ich schon wieder raus. Es war eine korrekte Entscheidung von dir, mich in deinen kleinen privaten Podcast einzuladen, denn genau das hat dieser Podcast hier gebraucht. Ein kleinen Touch von KIOMA02. The flavor of KIOMA02. Du bist gut drauf heute, kann das sein? Ja, ich sag mal so, Liebe und Frohsinn sind das, was ich immer ausstrahle, Frank. Immer. Und du hast ein Handy in der Hand, was man gerade hört. Ja, das ist kein Störsignal, Frank. Das sind schlicht und ergreifend die Emotions, die hier in diesem Podcast jetzt hochkochen. Ah, okay. Ich dachte, du fühlst dich vielleicht persönlich angegriffen, weil ich gesagt habe, du bist jetzt nicht mein Lieblingsmoderator der Isolierstation und fragst mal nach, wen ich denn besser finde als dich. Aber nee, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich erzähl's dir trotzdem. Der Huli-Nerd. Ich finde, ihr seid voll vor die Hunde gegangen, seit der Huli-Nerd nicht mehr dabei ist, weil jetzt habt ihr keinen, der gekonnt Neutralität spielen kann und so Wörter wie tun und täten benutzt. Er war das intellektuelle Zentrum des Podcasts. Das habe ich immer wieder gesagt, das intellektuelle Zentrum. Du merkst, dass ich es ernst meine, weil wenn ich etwas ernst meine, dann wiederhole ich es jetzt auch gern mal. Also beziehungsweise halt die letzten Silben wiederhole ich dann. Aber wir sprechen ja jetzt nicht über Prekariat aus Düsseldorf, wir sprechen heute über London. Und warum sprechen wir über London? Weil, wenn einer eine Reise tut, ich bin noch voll im Düsseldorf-Slang drin, dann hat er was zu erzählen, wenn er zurückkommt. Und Keoma, du hast ja eine Reise getan, Ja, nach Xanadu. Nein, ich war in London gewesen über meinen Geburtstag. Okay. Und wie war's? Ich muss ganz ehrlich, also das mag man jetzt gar nicht glauben, weil wenn man mich halt so kennt, vor allen Dingen aus dem Podcast, dann denkt man ja garantiert, wow, dieser weltgewandte Tausendsasser, ja, der ist in allen größeren Städten dieser Welt daheim. Nein, den Eindruck hatte ich jetzt persönlich als Zuhörer noch nie, sorry. Du bist aber auch ein Arschloch. Jedenfalls ist es so, alle anderen denken das und demzufolge, nein, das war tatsächlich ungelogen die erste größere Reise, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich musste dazu auch echt überredet werden, weil ich gebe es offen zu, ich bin ein bisschen, ich sag's frei raus, phlegmatisch. Man muss mich echt so ein bisschen zu etwas hindrängen, damit ich es auch wirklich mache. Und es hat echt Ewigkeiten gebraucht, bis mich eine Freundin echt dazu getrieben hat, dass ich echt sage, ja gut, dann halt über meinen Geburtstag nach London. Und dann stand ich halt im Wort, sage ich jetzt mal. Da kam ich dann auch nicht mehr raus, ohne mich komplett zum Klops zu machen. Und deswegen habe ich das dann jetzt durchgezogen. Wenn ich mich so recht erinnere, du hast mir mal erzählt, das einzige Mal, wo du in deinem Leben geflogen bist, hattest du danach Probleme mit den Ohren. Da war mein erster Gedanke, wird er den Flug überstehen? Und wenn ja, wie geht es deinen Ohren? Was? Nee, aber du hast wieder das gleiche Problem wie beim ersten Mal, wo du im Flugzeug warst, oder? Oh ja, und selbst heute noch habe ich noch leichte Spätfolgen. Und ich muss sagen, ich bin vor 4 Tagen zurückgekommen. Das ist richtig, also das ist richtig übel gewesen. Du fliegst hin und den ganzen Tag hattest du echt das Gefühl, als wenn irgendwie ein Pfropfen in deinen Ohren drin ist. Das ist allerdings beim Hinflug zum Glück. Diese Spätfolgen sind nur einen Tag geblieben. Der Rückflug war unwesentlich schlimmer,
weil, wie gerade erwähnt, das zieht sich bis heute noch so ein bisschen hin. Ich bin ganz, keine Ahnung, was mit meinem Kopf, sage ich jetzt mal so, rein organisch los ist, aber Fliegen ist nicht mein Ding, organisch gesehen. Wahrscheinlich wegen der ganzen Druckgeschichte, ne? Dass du ja irgendwie, dass du das nicht verträgst. Keine Ahnung. Ja. Also wenn, als das ganze Ding dann so langsam wieder in niedrigere Sphären gekommen ist, das Flugzeug, um langsam so in die Landephase einzugehen, da hat es auch richtig wehgetan. Okay, aber hast du das nicht irgendwie versucht zu kompensieren, indem du den ganzen Flug über getrunken hast? Oder lag es einfach nur dran, dass du jetzt nicht den obligatorischen Tomatensaft konsumiert hast? Ich habe so viele Ratschläge bekommen, Tomatensaft kannte ich gar nicht. Mein Ratschlag, den man mir gegeben hat, war Kaugummi kauen. Ja, auch keine schlechte Idee. Nee, Tomatensaft erzähle ich auch nur, weil man sagt ja immer, wenn Leute fliegen, man hat nie im Leben Lust auf Tomatensaft, aber sobald man fliegt, hätte man Lust drauf. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Das ist so ein Klischee aus amerikanischen Filmen, ist das, glaube ich. Nee, definitiv nicht. Ich finde Tomatensaft in allen Phasen meines Lebens eklig, auch beim Fliegen. Ach, naja, so als Tomatensüppchen vielleicht schön warm gemacht, vielleicht noch ein Stückchen Brot dazu, dann gerne. Aber als wir langsam über englischen Luftraum waren, da hat das Flugzeug angefangen, Lotterielose zu verteilen, die du kaufen konntest. War für einen Zweck. Auch nicht schlecht. Ja. Du bist mit Ryanair geflogen, ne? Ja, ja, und ich lebe noch. Ja, erstaunlich. Nee, ich finde das ja auch gar nicht mal so unpraktisch. Ryanair fliegt ja nicht von den großen Flughäfen meistens ab, sondern eher von den kleineren. Aber Berlin hat ja dann wohl noch mehr als eine Baustelle, oder? Naja, wir haben hier im Großen und Ganzen zwei Flugzeuge. Zwei Flugzeuge, genau. Zwei Flugzeuge. Ich kann dir sagen, die ständig sind hier unterwegs. Die prügeln sich immer, wohin es gehen soll. Ja, wir haben hier zwei Flughäfen. Tegel und Schönefeld. Schönefeld ist ja nicht nur eine Baustelle, sondern wir haben tatsächlich ja schon einen Flughafen Schönefeld. Der sollte halt peu à peu quasi ja stillgelegt werden, damit das andere, der Großflughafen, eröffnet wird. Ja, wir wissen ja, was daraus geworden ist bislang. Nee, ich sag das auch nur, weil als ich letztes Jahr den gleichen Trip gemacht habe wie du, sprich mal ein paar Tage nach London, da stand ich vor der Frage, normale Fluggesellschaft zu relativ teurem Preis oder halt spottbillig über Ryanair, aber Ryanair fliegt ja bei uns, ich bin ja Frankfurter Raum, da gibt's einmal den Flughafen Frankfurt und es gibt den Flughafen Frankfurt-Hahn. Was Hahn mit Frankfurt zu tun hat und eigentlich gar nichts. Also Frankfurt-Hahn ist ungefähr anderthalb Stunden weg und eher so Richtung, keine Ahnung, Buxtehude am Arsch der Welt. Deswegen schon alleine aus Organisations- und aus Vermeidung von Stressgründen, um es mal so auszudrücken, habe ich mich dann natürlich für den teureren Flug entschieden. Aber wenn man so die Chance hat, jetzt Berlin, wo die beiden Flughäfe jetzt nicht in 100 Kilometern Abständen voneinander sind, dann finde ich das durchaus praktisch, wenn man das nutzen kann. Ja, ist es auch definitiv gewesen. Allerdings ist Ryanair jetzt keine Fluggesellschaft, von der ich jetzt ein großer Fan geworden bin. Denn auf dem Hinflug gab es kurzfristig eine Phase, wo das Flugzeug merklich geruckelt hat. Mhm. Die Gesichter der Flugbegleiter wirkten jetzt auch nicht unbedingt so, als wenn, hey, das ist alles typisch hier. Oh, okay. Und auf dem Rückflug, da gab es zwar kein Geruckel, aber als das Ding dann aufgesetzt hat, also zumindest die Kommentare, die danach von meinen Mitreisenden gegeben wurden, das war kein typisches Aufprallen von Rädern auf dem Flugfeld, muss man so sagen. Oh, ist halt mal spontan Flügel abgefallen, ne? Die mehr oder minder nach dem Motto, oh, da kam wohl die Landebahn früher, als der Pilot erwartet hat. Ja. Ah, das ist immer wieder eine gute Werbung, wenn man solche Geschichten hört. Ne? Aber es ging ja nicht nur um den Flug an und für sich, wobei mich würde noch interessieren, gab es denn was zu essen? Die sind mit dem Snackwagen durch den unfassbar engen Mittelgang gegangen. Also das ist echt ein Talent, ich könnte das nicht. Ich wäre ständig irgendwo gegen geschrammt, aber die haben es irgendwie geschafft. Man hätte was zu essen kaufen können, allerdings jetzt auch nichts Weltbewegendes. Schon so Schokoriegel und so ein Kram. Ich glaube, man konnte auch irgendwie ein Sandwich kaufen und halt der übliche Kram wie Kaffee, Tee und so ein Zeug. Also war nicht inklusive. Das ist bei den Discounterflügen dann nicht so. Weil, also bei mir gab es wenigstens noch Getränk umsonst und es gab Chicken Wraps oder sowas. Und Finde ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer interessant. Aber es geht ja hier nicht um den Flug an und für sich, sondern um das wunderschöne London. Was stand denn da bei dir auf dem Plan? Also ich kann dir mal sagen, jetzt wird es so ein bisschen vielleicht so der akustische Dia-Abend, sage ich jetzt mal, aber ich sag mal so, wieder ein M, Gott, ich muss auf mit diesen M's, das ist ja furchtbar.
Die Leute denken ja gleich, meine Güte, was ist mit seinem rhetorischen Geschick geschehen? Egal. Es was, ist so rhetorisches gut Geschick? Warum ach, packst du das nie aus, wenn... Na, egal. Egal. Wir sind angekommen und sind dann halt runtergefahren. Wir hatten unsere Wohnung, unsere Ferienwohnung, wir waren zu viert, in Notting Hill. Okay. Also ja. Du bist auf den Spuren von Hugh Grant und Julia Roberts gewandert und genau. You say it best when you say nothing at all. Ja, was soll ich sagen? Die Wohnung war jetzt nicht sonderlich sauber. Ich habe danach mein... Du möchtest also sagen, die Engländer sind dreckig. Zumindest die Wohnung war so zum großen Teil und die Abflüsse im Bad waren jetzt auch nicht so frei, wenn ich ehrlich sein darf. Zum Glück war das vom Klo frei, aber die Dusche und das Waschbecken, wenn es zu lange das laufen lassen, wäre es übergelaufen. Oh, okay. Das sind ja schon mal gute Voraussetzungen, aber ich denke mal immer noch günstiger, als wenn ihr jetzt ein Hotel genommen hättet. Definitiv und wohl trotz allem Dingen. Trotzdem hat meine Freundin dann gesagt, ja, nee, das ist immer noch der Himmel gegenüber den Hotels. Da hat sie damals gemeint, da sind danach die Füße desinfiziert, nachdem sie in der Dusche gewesen ist. Ach, also da habe ich jetzt keine allzu schlechten Erfahrungen gemacht, aber man muss auch sagen, ich war jetzt nicht direkt in einem Hotel innerhalb von London, sondern eher etwas außerhalb. Also man muss dann erst mit der Bahn wieder reinfahren nach London. Also auch, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie Frankfurt-Hahn. Alle Vororte heißen auch noch London, aber sind nicht wirklich in London, ne? Und also da konnte ich, also es war europäischer Standard, also sauberes Zimmer, funktionierende Dusche. Jedenfalls direkt in unmittelbarer Nähe von unserer Wohnung war die Kochschule von Jamie Oliver. Für mich als Anekdote sehr nett. Da kannst du echt am Abend Kochkurse buchen, so kochen wie Jamie Oliver. Und da wird natürlich sein gesamtes Merchandise-Zeug verkauft. Und hast du dich eingedeckt, weil du bist ja der größte Jamie Oliver-Fan unter überhaupt auf diesem ganzen Planeten. Nee, habe ich nicht. Allerdings, ich muss vielleicht zu meiner Schande gestehen, ich habe hier ein Pfannenwok von Jamie Oliver in meiner Küche stehen. Aber den hast du jetzt nicht hier im London-Urlaub gekauft? Nee, okay. Ich brauchte damals einen Wok, da ich allerdings ein Elektroherd habe, ist ein normaler Wok halt nicht möglich, weil der ist ja eher für Gasherde. Mhm. Und demzufolge brauchte ich einen Pfannenwok und ja, Jamie Oliver hat das Ding approved und da muss es ja gut sein. Muss es das? Kurz Zeit später habe ich dann festgestellt, naja gut, du hättest eigentlich gar keinen Pfannenwok gebraucht, das hat deine Pfanne genauso hinbekommen, aber jetzt habe ich halt einen Jamie Oliver Pfannenwok. Lustige Anekdote. Ja, die wird jedes Mal besser, wenn ich sie erzähle. Hast jedenfalls, du denn eine TARDIS gesehen? Nee, leider nicht. Also, wir haben echt Ausschau nach irgendeiner Polizeizelle noch gehalten, aber wir haben keine gesehen. Da habt ihr nicht mal gegoogelt? Also, mich hat meine schlechtere Hälfte direkt zu einer TARDIS hingeführt. Es stehen ja noch 2, 3 in London. Ja, leider nicht da, wo wir gewesen sind. Und wir waren echt an allen touristischen Höhepunkten. Da war keine. Okay. Vermutlich wusste man gleich sagen, wieso? Hinten links, beim Buckingham Palace, da steht doch eine. Also, beim ersten Mal bin ich auch direkt dran vorbeigelaufen. Ne? Also, ist ja auch verständlich. Sie hat ja auch quasi eine Tarnvorrichtung, ne? Ah, ja, und falls ihr nicht wisst, worüber wir gerade reden, dann, tut ihr mir leid. Ja, mir auch. Aber wir waren ja gerade beim ersten Tag in London. Okay. Mal chronologisch weiter im Text. Wir haben dann erst einmal Tesco entdeckt. Die Supermarktkette. Die Supermarktkette ist ja im Grunde genommen die, also quasi so der Discounter von England, kann man doch so sagen, oder? Also zumindest die Supermarktkette, die mir am meisten über den Weg gelaufen ist. Also würde ich mal schon sagen, ja. Nur halt mit einer riesigen Auswahl, nicht nur an Eigenmarken, sondern eigentlich an allem. Stimmt. Und ich muss offen zugeben, ich war recht angetan von dem Ding. Das ist großartig, ja, ganz ehrlich. Also ich hätte allein schon stundenlang nur in den Supermärkten verbringen können. Ja. Weil die Auswahl ist ja halt gigantisch. Du hast ganz viele Marken, die du hier in Deutschland nie finden wirst. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Da hatten wir ja, also da, hotelmäßig ist ja leider nicht die Gelegenheit oder auch keine Küche oder sonst irgendwas. Also was es an Fertigfutter in England gibt. Ja. Es ist unfucking glaublich. Allein was die an Curry da haben, oder? An Currygerichten und so ein Kram. Oder ja, allein 300 verschiedene Pizzen und eine sieht leckerer aus als die andere. So schaut's aus. Und dann kommst du irgendwie hier nach Berlin, gehst in den Rewe und denkst dir, ah. Ja, wow, toll. Das Crostini-Ofenbrot von Wagner. Lecker. Was sind da drauf? Hui, Lauch, Zwiebeln und Sauerrahm. Mensch, das ist ja lecker. Also die Fastfood-Kultur in England, die ist schon ja, Hammer. Ich,
Ich bin in ein, wir hatten gegenüber ein Starbucks gehabt, okay? Mhm. Und selbst das hat so viel wesentlich bessere Sachen als der Scheiß, den sie hier anbieten. Ja, also hier kriegt man ja auch regelrecht Depressionen, wenn man in den Starbucks geht und guckt, was da in der Auslage liegt, oder? Ja, ich hab's, und ungelogen, ich wäre unglaublich gerne, das klingt jetzt vielleicht, wenn man in England ist, nicht unbedingt toll, ich wäre unglaublich gerne auch in einen Burger King oder einen McDonald's reingegangen, nur um zu gucken, was die da haben, aber der Weg hat mich nicht reingeführt, leider. Ich war in einem McDonald's oder in einem Burger King, ich weiß es nicht mehr so genau, ich glaube, es war sogar ein McDonald's, war A, überrascht, dass es eine wesentlich größere Auswahl an Burgern gibt und B, was mich begeistert hat, du konntest jedes Getränk vor jedem Getränkeautomaten war ein Monitor und du konntest selbst quasi noch pimpen und das Getränk so in die Richtung schießen, wie du es möchtest. Also jetzt als Beispiel eine Coke Zero. Ja, dann konntest du aus 6 oder 7 verschiedenen Geschmacksrichtungen noch auswählen. Möchtest du noch einen Schuss Erdbeer dazu? Möchtest du einen Schuss Zitrone dazu? Ja, wow. Und also wo du schon dann so davor standest und dir denkst, das ist so mind fucking geil. Ja, jetzt bin ich jetzt wäre ich auch deprimiert, wenn ich wieder mal zu einem McDonald's gehe. Ja, sorry. Oh Gott, fuck the crowds. Naja, aber okay. Erstmal so ein bisschen die Gegend erkundet, dann Tesco halt. Ich habe da Meat Pies geholt, weil ich die Dinger unbedingt mal essen wollte. Mhm. Also ich muss ehrlich zugeben, der erste Tag bestand so im ersten Drittel aus Fressen, wenn ich ehrlich sein darf. Hab mich halt irgendwie mit lauter lecker... Die Schokoriegel, sie haben unglaublich tolle Schokoriegel in England. Das ist Hammer, was es da an Schokoladenprodukten gibt, ja. Süßigkeiten generell. Und wenn wir schon noch beim Essen hängen bleiben und wahrscheinlich werden wir noch das ein oder andere Mal drauf zurückkommen, hast du mal die Sandwiches probiert? Weil in jedem Supermarkt, an jeder Tankstelle und an jeder Ecke gibt es verdammt geniale Sandwiches. Ich habe kein Sandwich probieren können, leider. Ah. Ich weiß, die Sandwich-Kultur in England ist ja quasi legendär, aber ich war halt so sehr damit beschäftigt, den anderen Kram auszuprobieren und ich meine, ich wollte jetzt unbedingt meine Weight Watchers, mit Weight Watchers abgehobelten Punkt jetzt auch nicht wieder alle raufbringen, ne? Du hast aber hoffentlich jetzt hier nicht im Urlaub geweight watchert. Nee, natürlich nicht. Aber es waren dann noch viele andere Sachen. Ich meine, wir waren auch in einem Restaurant gewesen, wo sie unglaublich gutes Shawarma serviert haben und so ein Zeug. Also ich meine, lange Rede, kurzer Sinn, was die da halt irgendwie an Essen anbieten, das ist ein Traum. Und ich habe keine Ahnung, woher dieses Gerücht herkommt, dass die Engländer beschissenes Essen haben. Weil alles, was ich da gegessen habe, selbst den billigsten Ramsch aus dem Supermarktregal, das war alles geil. Mhm. Ich würde gerne mal nachfragen, was ist Shawarma? Shawarma ist im Großen und Ganzen, wenn du so, ja, ein Dürüm-Döner. Ja, ich hatte meinen mit Lammfleisch, aber im Großen und Ganzen vergleichen könnte man ihn am ehesten mit einem Dürüm-Döner. Also quasi Fleisch und diverses Gemüsezeug in einer Teigrolle. Restaurant an Restaurant gibt es ja sowieso gerade in London, in den entsprechenden Vierteln. Ich war auch ein paar Mal essen und war wirklich erstaunlich gut essen. Also ja, die Engländer, also zumindest jetzt, wenn wir jetzt als Mainstream-Urlauber, als Tourismus-Opfer nach London kommen, also ich glaube, man tut sich schwer, schlecht essen zu gehen. Ja. Ja. Aber wir wollten ja nicht nur über das Fressen reden, denke ich. Wäre aber auch mal ein schöner Podcast. Ja, natürlich, aber das heben wir uns für das nächste Mal irgendwie auf. Jedenfalls nach meinem ersten London-Tag, nachdem wir uns da den Wanst vollgeschlagen hatten und so ein Kram, ging es erstmal darum, in die quasi Innenstadt zu kommen. Und was soll ich sagen? Das Verkehrssystem von London, wir sind erstmal fast auf die Fresse gefallen, weil die Rolltreppen so schnell sind. Okay. In Berlin sind die bei weitem langsamer, aber in London sind die halt echt hui. Und dann, und natürlich das Straßensystem von denen, also dass die Autos ja alle links fahren, ist erstmal komplett desorientiert, weil du immer in die falsche Richtung guckst. Ja, das irritiert wirklich. Und jetzt, wo du noch sagst, die Rolltreppen, also jetzt die Schnelligkeit habe ich jetzt nicht unbedingt, ist mir jetzt nicht so radikal eingefallen. Vielleicht, weil in Frankfurt die Rolltreppen vielleicht schneller fahren als in Berlin. Aber es geht schon relativ tief nach unten bei den Ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe keine Ahnung von der englischen Geschichte, wenn ich ehrlich bin, aber liegt das vielleicht daran, dass sie im Krieg seinerzeit so böse bombardiert worden sind und den ganzen Kram als Luftschutzkeller vielleicht auch verwenden wollen? Ja, mit Sicherheit, ne? Also ich bin jetzt historisch ja überhaupt nicht bewandert, aber das klingt irgendwie, klingt glaubhaft. So, aber jedenfalls eine weitere Sache, von der ich sehr angetan gewesen bin, die Züge kommen pünktlich. Ja, und vor allen Dingen regelmäßig und im besten Zeitschema. Wovon ich nicht so angetan gewesen bin, war das verdammte Zonensystem, wenn ich da ehrlich sein darf. Das ist nämlich sau unübersichtlich und so schnell wie unsere Oyster-Karte, das ist quasi eine elektronische Aufladekarte, damit du da fahren kannst,
leer gewesen ist, konntest du gar nicht gucken. Aber ihr hättet doch nur Oyster Flat, Tagesflat buchen können. Ja, das, das macht doch alles andere macht doch überhaupt keinen Sinn als Touri. Ja, wir hatten da anscheinend irgendwie falsch geplant mit den Zonen und so ein Kram. Eindeutig. Aber nichtsdestotrotz ziemlich scheiße mit den Zonen. Wenn du dich da nicht wirklich auskennst, dann wirst du wirklich geldlos da beim Verkehrssystem. Ja, also da sind wir auf Nummer sicher gegangen, haben quasi diese Tageskarte für die Zonen, wo wir unterwegs waren, gebucht und das hat auch gar nicht mal so ins Geld gehauen. Aber ich will jetzt nicht herummeckern, wie gesagt, das Verkehrssystem ist tendenziell wirklich sehr schön und dann ging es halt auch schon in die Innenstadt. Mhm. Piccadilly Circus. Mhm. Das ist quasi der Times Square von London, wenn du so willst, der Kudamm von London, Champs-Élysées von London. Ist halt ein Touristenmagnet. Sehr viel buntes Geflimmere, sehr viele sauteure Läden nebeneinander. Und dann am Ende von unserem Weg war dann nämlich das Musical-Theater, das wir dann rein wollten, da haben wir dann die Karten abgeholt. Für The Book of Mormon. Na, wer hätte, also natürlich, wenn man schon in London ist, dann muss man ja The Book of Mormon schauen. Ich meine, die Standarddinger, Les Miserables, das kennt ja jeder, ne? Aber The Book of Mormon war ja, halt das Günstigste, was man bekommen kann. Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten schon die, in Anführungszeichen, beschissensten Plätze, mussten trotzdem 60 Euro bezahlen. Autsch. Naja, aber das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Also generell ist es schon ziemlich teuer, England. Stimmt. Vielleicht erwähnt man das auch nicht mehr, weil das ist so der erste Selbstverständlich, Satz. Selbstverständlich, ne? Ja. Wie war es denn in England? Ach, teuer. Ist so, wirklich, das sagen mir alle, also die ersten Sachen, das, was mir immer sofort entgegengeschmettert worden ist, wenn ich gesagt habe, ich fliege nach London, ist teuer. Das war der erste Satz, da wurde nicht gesagt, hey, toll, sondern, teuer. Nichts weiter. Man kann natürlich dann auch den gleichen Fehler begehen wie ich. Wenn man schon in einer teuren Stadt ist, sollte man auf die unglaublich tolle Idee kommen, ein Franchise zu besuchen, was es weltweit, unter anderem auch in Deutschland, mehrfach gibt, was ja garantiert in England noch wesentlich teurer sein wird. Ja, ich war da ja dann im Hard Rock Café, weil ich unbedingt da mal einen Burger essen wollte. Und ja, ich habe es ja in einem meiner Vlogs, ich habe ja London-Vlogs auf meinem Kanal dann rausgehauen. Das war ungefähr das Gefühl, als hätte ich gerade einen Kleinwagen verspeist. Aber es war bestimmt ein großartiger Burger. Nein. Oh, schade. Können wir machen. Aber Musicals, da du gerade davon redest, England hat für jeden Scheiß ein Musical. Ja, wirklich. Das haben sie mit den Amis gleich gezogen, glaube ich. Ja, also das, kennst du noch diesen Will Ferrell-Film Elf? Ja. Buddy, der Weihnachtself, ist jetzt nicht unbedingt ein großes Meisterwerk, das in die Filmgeschichte eingegangen ist, wenn ich ehrlich sein darf. Die haben ein Musical daraus gemacht und das läuft damit anscheinend mit Erfolg. Naja, jetzt kommt ja auch wieder die Weihnachtszeit, ne? Da kann man die ja alles möglich. Die haben ein Billy Elliot Musical. Die haben für jeden Scheiß ein Musical dort. Also, ich war absolut fasziniert. Und natürlich, wie du gerade gesagt hast, die ganzen Standards wie Les Miserables oder hier Wicked, mit dem Phantom der Oper. Und wir haben uns halt The Book of Mormon angesehen, was wohl in Amerika allerdings auch sehr erfolgreich läuft. Und demzufolge ist es gar nicht so unbekannt. Weil es von den South Park machen ist. Genau. Ist allerdings in Deutschland halt ziemlich unbekannt, weil ich glaube, Mormonen sind hier im deutschen Raum so ziemlich, ja, unterrepräsentiert. Ja, vielleicht müssen sie es einfach umschreiben in Flüchtlinge, dann ist es wieder thematisch up-to-date. Keine Ahnung, aber jedenfalls, das Musical ist tatsächlich ziemlich gut, wenn ich ehrlich sein darf. Das ist allerdings sehr politisch, ich will sagen, unkorrekt. Und sonderlich viele Spielzeiten in Deutschland würde es vermutlich nicht haben. Schon nach der ersten Vorstellung würde das für Tong durchdrehen und sagen, also ob man das so machen darf. Allein das Afrika-Bild, was da rübergebracht wird, ist sehr, sehr, ja, böse. Ja gut, da spielt dann auch die Mentalität ein wenig mit, weil die Engländer haben ja, und das ist ja kein Geheimnis, einen wesentlich ausgeprägteren, einen wesentlich bösartigeren und meines Erachtens einen wesentlich besseren Humor als wir Deutschen. Jeder hat einen besseren Humor als wir Deutschen, um es mal so zu machen. Wir halten uns hier immer noch an vor über 30 Jahren Loriot irgendwie hoch und denken dann, ach, deutscher Humor kann ja auch anspruchsvoll sein. Ja, wie lange können wir uns denn noch an Loriot klammern? Ich habe keine Ahnung, aber das ist... Ich meine, der hat ja nicht nur einen Bart, der Bart verwest ja schon. Ja, genau, wie Loriot. Und es ist halt ganz einfach mal so, deutscher Humor ist scheiße. Da kriegst du mal alle 100 Jahre, kommt dann mal irgendeiner hoch wie Jan Böhmermann und der denkt immer gleich, oh, der Heilsbringer.
aber der kann doch auch nicht den ganzen deutschen Humorbetrieb im Alleingang retten, oder? Mhm. Ja, so, so sieht's aus. Und dann guck, gehst halt nach England und da hast Leute wie Eddie Izzard oder die ganzen, ach, von den Fernsehkomikern wollen wir gar nicht anfangen zu reden. Die haben da einfach mal eine Komikergeneration und da wachsen immer neue Komikergenerationen nach. Nicht zu vergessen, bedingt durch die Landessprache, nun mal Englisch, kommen auch die ganzen amerikanischen Komiker rüber und touren da relativ erfolgreich. Also allein, wenn ich überlege, Jay und Silent Bob haben auch in England betourt, relativ erfolgreich. Und also sowas kommt ja gar nicht erst zu uns, weil wir es ja noch nicht mal verstehen würden, ne? Ja, genau, das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja Englisch. Ja. Schon ist das Ganze irgend so ein Kram, den du vielleicht mit viel Glück und Gottvertrauen auf irgendeine Independent-Bühne bringen darfst. Danach hört es aber auf. Ja, gut, genug Kulturpessimismus. Der Tag wurde dann, das war noch vor dem Musical, weil das erst um 19.30 Uhr angefangen hat. Davor war noch ein Besuch beim abendlich beleuchteten Buckingham Palace dran. Na gut, das muss, also man muss ja die ganzen Touri-Orte mal abgekrast haben. Nichts anderes habe ich ja letztes Jahr auch gemacht. Ja, so schaut's aus. Und das haben wir halt gemacht. Danach besagtes Musical. Ja, und danach dann nach Hause und den Abend ausklingen lassen und dann ab ins Bett. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt nicht mit einem großen Twist am Ende aufwache. Ja, also die ganzen schmutzigen Details, die verrätst du uns ja an dieser Stelle wahrscheinlich nicht. Die hebst du dir ja für den Premium-Podcast für die Isolierstation auf. Aber das schmutzige Detail war ja das Bett, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Okay. Das war Tag 1 von 4? Das war Tag 1 von 4, genau. Tag 2 war dann, da war dann wirklich das absolut, wir rennen jetzt hier durch alles, was touristisch irgendwie gegeben ist, durch. Der Tag war ziemlich mit ein bisschen Hektik. Also ich habe mir zwischendrin durchaus mal gewünscht, dass wir ein bisschen innehalten könnten, aber das haben wir nicht. Ich glaube, ich habe noch nie so eine Muskelkater in den Beinen gehabt wie nach diesem Tag. Es ist radikal, wie viel man läuft, obwohl eigentlich das Verkehrssystem so gut ausgebaut ist, aber im Endeffekt läuft man trotzdem wieder alles ab, ne? Genau. Und an dem Tag haben wir halt, also die Londoner Innenstadt, also ich sag mal ganz kurz, die drei Hauptstellen, die wir dort besucht haben, okay? Mhm. Das war die Tower Bridge, das war das London Eye, das war dieses, das Riesenrad. Eye of London, London eigentlich, Millennium Eye, Seid ihr mitgefahren? Sind wir, ja. Oh, okay, also so richtig Touri-Programm. Weil ich fand ja so gut wie alles zu teuer. Ich bin ja so ein Geizkragen. Und im Endeffekt, ich glaube, den London Tower, da waren wir noch mal drin, aber ansonsten alles zwar angesehen, aber jetzt nicht unbedingt eingetreten. Ja, wir sind da tatsächlich reingegangen. Es ist auch recht teuer. Wir haben auch noch das London Dungeon mitgenommen. Mhm. Wenn du die beiden Sachen im Zusammenspiel nimmst, die hängen da zusammen so rein vom Betreiber her, demzufolge hat man es dann ein bisschen billiger bekommen, allerdings ein bisschen billiger heißt jetzt nicht, dass man sagen könnte, wow, echt was gespart, jetzt immer noch so teuer. Mhm. Also beides zusammen 47 Pfund. Autsch. Na, da kommt schon was zusammen. Ja. Das London Eye war sehr schön, halt ein Riesenrad. Du bist halt irgendwann höher als der Big Ben und so ein Zeug. Ach ja, stimmt natürlich, den Big Ben haben wir an dem Tag auch noch besucht, klar. Okay. Und Westminster Abbey, wo gerade ein Baugerüst davor steht, das gab Abzüge in der Bienenwelt, wenn ich das sein darf. Jedenfalls, das London Dungeon, ich wollte es mal unbedingt gerne mitnehmen, weil ich kannte bislang nur die Hamburger Variante. Und ganz ehrlich, London hat, was so Gruselgestalten angeht, dann doch ein bisschen mehr zu bieten als Hamburg oder geschweige denn Berlin. Ja, ich erinnere mich, als ich bei dir in Berlin war für ein paar Tage, wolltest du unbedingt in den Berlin Dungeon. Ja. Das haben wir dann, glaube ich, damals ersetzt durch eine vormittägliche Fahrt an deinem Geburtstag zusammen mit deinen Eltern quer durch Berlin. Genau. Auch nicht schlecht. Ja. Manche würden sagen, nicht minder gruselig. Jedenfalls ist es dann so weitergegangen. Das London Dungeon ist dann, also ist es Bespaßung, wenn du so willst. Aber die machen das mit ziemlich viel Begeisterung. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Sweeney Todd-Vorstellung da weggefallen ist, weil zu Halloween, da machen die halt eine Sondervorstellung und nehmen dafür eine von den Programmen da weg. Mhm. Sweeney Todd fiel weg, dafür gab es eine Seance, die sie dann nachgestellt haben. Kann man nichts machen, war aber auch ganz lustig. Okay. Im Großen und Ganzen hat Laune gemacht. Es ist das Ende vom London Dungeon, aber ein bisschen abrupt. Also damals im Hamburg Dungeon, bevor es zu Ende geht, wirst du halt in so eine Art Sitz reingesetzt, der nach oben fährt. Und dann ist es halt im freien Fall bis da unten und ganz kurz vor dem Boden stoppt es halt. Beim London Dungeon einfach nur so irgendwie, ihr seid begnadigt, ihr kommt nicht an den Galgen, raus hier. Und dann bist du im Geschenke.
Raum. Hm, da würde ich ja fast sagen, würde ich Hamburg vorziehen. Ja, also zumindest was das angeht, ja. Aber ansonsten war es halt sehr launig. Das Ganze halt mit der Tower Bridge und dem im Boden eingelassenen Glasboden beendet. Und danach auch wieder nach Hause. Naja, aber wahrscheinlich todmüde wieder ins erotische Bett gefallen. Oh ja, oh ja. Nächster Tag. Mittlerweile ein bisschen am... Oh, ich kann nicht mehr laufen. Ach, am Rummimosen. So kenne ich dich. Das war nicht ich. Ich bin tapfer mitgelaufen. So. Nee, jedenfalls hingelaufen zum Tower. Mhm. Den London Tower besucht. Ist halt der London Tower, ist halt eine Festung. Ja, das ist irgendwie so, sind halt so die Standard-Tourismusziele. Und ja. Wenn man schon mal in London war oder wenn man zumindest die Bilder vor Augen hat, dann denkt man auch so, ja, das ist er. Hm? Und das Wetter war halt schön, ne? Also das war überraschend gut. Ich habe dann später gehört, in Berlin hat es die ganze Zeit geregnet. In London war das Wetter wieder zu kalt, wieder zu warm. Das war total perfekt. Also hast du kein englisches Wetter? Nee. Hast du auch keinen Regen abbekommen? Nee, was ich ein bisschen schade fand. Ich hatte gedacht, ich will mal richtig englischen Regen mitbekommen. Aber ja, wollte gerade sagen. Also wir sind dann hier in Regenjacke durch die Gegend gelaufen. Das war dann gerade der Tag, wo wir, glaube ich, beim Big Ben waren. Ja, aber bei uns nicht. Seid ihr eigentlich rein, Big Ben? Nee, da sind wir nicht reingegangen. Okay, weil das ist auch wieder schweineteuer. Ich glaube, allein der Eintritt 13 Pfund oder so. Oh, nee, das haben wir dann nicht mitgemacht. Es ist ja wirklich, du kannst überall das Geld quasi mit offenen Händen rausschmeißen. Ja. Also wenn du die Touri-Sachen, die du besuchst, also wenn du auch wirklich rein willst, also wirklich das totale Touri-Programm machen willst, dann ja, ganz ehrlich, dann kannst du wirklich hier so Geld in den Taschen und einfach nur die Scheine, hier, nimm es. Ich brauch's doch nicht mehr. Ja. Halt die Dinger was drauf. Willst du meine Kreditkarte haben? Ah, hier, nimm. So, aber London Tower. Angeguckt, war sehr schön. Und dann sind wir am Ende von dem Tag, wir sind da nicht mehr so sonderlich groß durch die Gegend gelaufen, weil das war tatsächlich dann noch so ein bisschen dadurch bestimmt, dass wir Ewigkeiten ein Restaurant gesucht haben, wo wir rein konnten. Mhm. Wir sind dann zu Harrods gegangen. Okay. Da war halt gegenüber das vorhin genannte Restaurant, wo wir Shawarma gegessen haben. Harrods ist im Großen und Ganzen halt ein Luxus-Kaufhaus. Ist halt ein teures Kaufhaus. Das ist halt trotzdem irgendwie eine Sehenswürdigkeit, aber man sollte jetzt nicht irgendwie sagen, da gibt's bestimmt irgendwas Besonderes. Nein, es ist halt ein sehr großes, sehr edel ausgestattetes. Gibt eigentlich teures. überhaupt nichts Besonderes drin. Ne? Es ist halt einfach, nee. Es hat eine nette Lebensmittelabteilung, durch die man vielleicht mal gelaufen sein sollte. Aber das hat, bin ich ganz ehrlich, wenn du in Berlin lebst, hat das KDW halt auch, da schenken die sich jetzt irgendwie nichts. Ja, ich würde sogar sagen, dass mir das KDW von der Auswahl her durchaus besser gefallen hat. Tja, aber jedenfalls... Ich empfehle übrigens, wenn ihr mal in diesem Luxus-Einkaufszentrum, in diesem Luxus-Einkaufshaus in London seid, geht mal auf die Toilette. Da war ich drauf. Euch wird ein Butler begrüßen. Und bei mir war keiner. Doch, also bei mir war ein Butler und... ja gut, er wollte Trinkgeld, ich bin dann halt raus. Kenne ich nichts. Da kenne ich ja nichts. Ja. Aber schön, dass er mal mit dem Parfum rumgesprüht hat. So kennt man ihn, den Fragen. Ja, sorry. Das hat er nicht auch noch hier für einen Toilettenbesuch. Die sollen froh sein, dass ich den nicht in den Edelladen kacke, Mensch. Sorry, ich sehe es gerade vor mir. Und wie er dann da höflich noch rumsteht und sagt, farewell, Sir. Und er wirklich halt denkt, fucking Crowd. Hätten euch mal richtig fertig gemacht. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich von der Erinnerung jetzt das Ganze zu bunt ausmale, aber die haben ja auch so Handschuhe an, ne? Und ich glaube, er hat sogar die Hand so nach unten bewegt, so von wegen, er hätte gerne was. Mhm. Und also ich habe ihn nicht abgeklatscht, aber ich hätte gerne. Das wäre noch cooler. Yo! Give me 5, Jiggy. Ey! Ach ja. Okay. Allerdings habe ich im Harrods die ganzen Geschenke gekauft. Oh, also du hast A, zu viel Geld und B, was kriege ich? Du kriegst, wenn du das nächste Mal in Berlin bist, kriegst du eine Einladung in die Fressabteilung vom KDW. Aha. Ja. Aha. So ist das. Okay. Das ist der Herr, der mich schon nicht zum Geburtstag gratuliert hat.
Okay. Gut. Erzähl einfach weiter. Das war die letzte Ausgabe der ISU und ihr Station. Wir nehmen hier gerade einen Reloaded Podcast auf. Ja, dann sind wir in einer Seilbahn gefahren. Ach, eine Seilbahn. Die wird von. Na, war Tags. Schön. Ich habe Angst in Seilbahnen. Du hast es ja leider überlebt. Ja, tut mir leid. Nützt es dir was, wenn ich mir die Pulsadern jetzt aufschneide? Nach dem Podcast. Also Seilbahn, wohin fuhr die Seilbahn und warum bist du sie bestiegen? Weil man mich dazu gezwungen hat. Mhm. Das ist ganz merkwürdig. Pakistan Airlines betreibt da eine Seilbahn, wo du auch mit der normalen Oystercard reingehen kannst, ohne dass extra Geld berechnet wird. Mhm. Und dann fährst du halt einmal über die Themse aus einem touristischen Gebiet in London, sage ich jetzt mal, in irgendein Gebiet, wo du denkst, was ist denn das hier? Ist ja nix. Wo du echt so denkst, irgendwie, ei, scheiße, bist du weit weg von zu Hause. Mhm. Weswegen ich dann irgendwann sagte, ich will doch lieber wieder raus aus dieser Gegend. Ich lass will mal, wieder in den Tourismus-Mainstream, ich möchte ja, wieder in jede Falle tappen. Lass mich lieber wieder zurück in die verdammte Seilbahn und halt zurück in das andere. Ich bin zweimal mit der Seilbahn gefahren, tolle Aussicht, ich habe Angst in Seilbahnen. Hat die ganze Zeit Angst, dass ich runterfalle. Dann war das ja ein prägendes Erlebnis. War super. So, dann quasi die nächste öffentliche Toilette gesucht, einmal die Windeln gewechselt und weiter ging es wohin? Nee, das war's ja dann schon. Das war der Abschluss von unserem dritten Tag. Okay. Aber das, Gott sei Dank gab es ja noch Tag 4. Ja, das war dann mein Geburtstag. Hm. Wo ich mir eigentlich aussuchen konnte, wo wir hingehen. Allerdings war halt eigentlich schon alles abgegrast, wo ich in London hingehen könnte. Also seid ihr zu Hause geblieben und habt die Beine hoch? Nee, wir mussten ja um 11 raus. Oh. Mensch. Das aber führte dann dazu, wir hatten nämlich die Portobello Road quasi ums Eck und dann sind wir noch auf den Portobello Markt gegangen, da habe ich für eine Freundin von mir ein Bild gekauft. Ach, für eine Freundin von dir hast du also auch noch ein Bild gekauft. Ja, jetzt habe ich lieber die Klappe. Ich habe noch ein Sherlock Holmes Bild, was ich dir geben könnte. Mhm. Ja, schon klar. Und dann habe ich auch noch so ein Schneekugelbären gekauft, wo London draufsteht. Im nächsten Podcast erzähle ich euch dann mal, was ich Keoma aus London mitgebracht habe und wie ich es ihm dann auch noch kostenpflichtig als DHL-Paket habe zukommen lassen. Ich muss offen zugeben, jetzt, wenn ich das ja, so nein, muss, schon okay, nein, schon okay, ich meine, der Herr bekommt ja auch immer ein Weihnachtsgeschenkpaket. Wenn ich das gerade so Revue passieren lasse, fällt auch, dass ich eigentlich ein ziemliches Arschloch bin. Ja, nein. Schon okay. Ein ziemlicher Penner eigentlich. Schon okay, aber deine Freundin hat ein Bild bekommen. Und eine Schneekugel mit einem Bären. Die hätte man natürlich auch in Berlin kaufen können. Ja, aber da hätte nicht London drauf gestanden und hätte auch nicht dieses Ding aufgehabt, was diese Wächter am Buckingham Palace aufhaben. Deswegen ist halt so ein echter Londoner Bär, weißt du? Mhm, mhm. Ja, und dann sind wir noch in den Hyde Park gegangen. Mhm. Und sind fast von Vögeln aufgefressen worden, die da herumlaufen. Hast du denn auch den Jekyll gesehen? Ja, na gut, den versteht ja eh keiner mehr von den heutigen. Ich habe einen besseren Gag gebracht. Ich habe ihm gesagt, jetzt gehen wir in den Hyde Park. Die hässliche Hälfte vom Jekyll Park. Ja, ist viel besser als deiner. Du bist jetzt nur zu verbittert wegen den Geschenken, deswegen lachst du nicht. Na dann. ja, und danach sind wir noch, das wollte ich dann doch noch mitnehmen, das war mein Wunsch, ins Sherlock Holmes Museum gegangen. Okay. Das ist jetzt nicht sonderlich groß, aber sie haben es euch liebevoll aufgemacht. Müssen sie auch für den Eintritt in Höhe von? 12 Pfund. Ja, sag ich doch. 12 Pfund ist so der Standard, wenn du irgendwo rein möchtest, wo du einfach nur mal kurz durchläufst. Ja, so in etwa, genau, so ist es auch gewesen, aber nichtsdestotrotz war trotzdem sehr schön gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben halt in der Baker Street 221b halt die Wohnung und das Arbeitszimmer von Sherlock Holmes und Dr. Watson nachgebaut. Und unten haben sie halt so einen kleinen Souvenirstand. Oh. Ist jetzt nichts, wo man jetzt sagen würde, ja. Aber wie gesagt, wenn man Sherlock Holmes mag, ist das durchaus mal ein Blick wert. Was ich jetzt so ein bisschen erstaunlich finde, gut, ihr wart jetzt nicht da, um gezielt Geld zu sparen, aber ich bin halt in die öffentlichen Museen zum Teil rein. Die sind ja auch groß und gewaltig und wie jeder Touri weiß, sind die kostenlos.
Ja, 4 Tage und da muss man halt die ganzen Ja, komm, Sehenswürdigkeiten ich mitnehmen. war auch nur 5 Tage. Ne? Just saying. Ja. Das ist immer darauf, wo man halt sein Hauptaugenmerk drauflegt. Ne? Auf die Ja. reinen Tourismusfallen, wo man weiß, dass man Geld lässt, oder die Tourismusfallen, wo man zumindest einigermaßen durchkommt. Aber wahrscheinlich Jetzt. grase ich den Rest dann nächstes Jahr ab. Ja. Dann, und jetzt kommt noch mal das lustiges Erlebnis. Dann geschah nämlich Folgendes, also dann sah halt alles durch, wir mussten noch langsam zurück zum Zug und dann nach Stanton Airport. Und da haben wir fast unseren Flug verpasst. Wie kommt's? Einer von uns hatte einen Koffer mitgehabt. So ein Der Dödel. musste natürlich getrennt aufgegeben werden, weil ist kein Handgepäck mehr. So ein Dödel. Ist auch eigentlich mitgebucht worden, halt bei der Buchung der Flugreise, aber nach ungefähr einer halben, dreiviertel Stunde Wartezeit am Ryanair-Schalter stellt man dann fest, ja nee, der Code funktioniert ja gar nicht. Das heißt, sie haben ja gar keinen, sag schon, das Gepäck für den Rückflug ja gar nicht mit aufgegeben. Doch, nee, aber nicht laut dem Code. Und der Code ist das, was hier zählt. Vielleicht hat das nur einmalig für den Hinflug bezahlt. Kann man jetzt lange drüber streiten, aber auf alle Fälle, lange Rede, kurzer Sinn, war nicht. Da Okay. müssen Sie hier, da müssen Sie hier ums Eck gehen, sich da nochmal anstellen und dann da halt nochmal extra bezahlen. Oha. Hin, warte, warte, warte. Wir hatten dann zu diesem Zeitpunkt, als das durch gewesen ist, noch eine Viertelstunde, bis wir einchecken mussten. Dann wird ja, wie wir wissen, das Gate geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt waren wir noch nicht durch die gut besuchte Flughafensicherheit gekommen. Also sind wir an den Fast-Track-Schalter gegangen. Der Damit, falls kostet natürlich, extra. ja, natürlich kostet der extra 20 Pfund. No, das ist ja gar nichts. Pro Person natürlich, ne? Das überraschenderweise nicht. Es ist echtes Sparangebot. Wow. 20 Pfund für 4 Personen. No, das ist ja 5 Pfund pro Person, das geht ja noch. Ich meine, man hätte sich auch Aber eine Doctor Who auf DVD davon kaufen können, aber. denk doch mal bitte nicht, dass du einfach an den Schalter rangehst und sagst, hier, 20 Pfund. Hier auf meiner Karte. Buchen Sie ab, lassen Sie uns durch. Nein. Ja, da brauchen Sie hier auf Ihren Flugtickets, da brauchen Sie so einen Aufkleber, den kriegen Sie da. Oh. Hallo Schalter, hier ist unsere Karte. Wir wollen, dass Sie einen Aufkleber raufkleben. Nee, wir nehmen nur Bargeld. Gehen Sie mal an den Schalter da. Tap, 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 tap. Hallo, hier ist eine Karte. Wir hätten gerne Bargeld für den Schalter da. Nee, haben wir nicht. Da ist ein Automat. Gehen Sie mal an den ran. Wie in diesem Asterix-Film. Asterix erobert Rom. Ja, genau, der Passierschein A38. Richtig. Habt ihr dann letztendlich den Passier... Ich sollte mal wieder trinken, ich fange schon wieder an zu lallen. Den Passierschein 38a bekommen. Aber natürlich, und zu diesem Zeitpunkt hatten wir nur noch für ungefähr 6, 7 Minuten Zeit bis zum Einchecken. Ja, nicht schlecht. Und wir waren noch nicht durch die Sicherheit. Fast Track rübergegangen. Einer von uns, der hat eine Metallschiene im Bein. Piep, 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 piep. Ja, hallo, ich habe eine Metallschiene im Bein. Ja, das kann ja jeder sagen. Wir suchen sie jetzt erstmal. Zum gleichen Zeitpunkt ist der Koffer meiner Freundin leider nicht auf das Band gegangen, wo wir sind, sondern auf das Band, das extra überprüft werden sollte, weil da irgendwas drin war, was nicht reingehörte. Habt ihr wieder Zum Drogen sel geschmuggelt? Nein, zum selben Zeitpunkt war mein Flugticket auf einmal weg. Oh. Ja, das lag daran, weil ich so verdammt hektisch gewesen bin und meine Jacke so aus dem Korb rausgerissen habe, dass das Flugticket, das wir damit reinlegen mussten, irgendwie rausgeflogen war und auf dem Boden lag. Und Wurde wiedergefunden. du musstest in London bleiben. Nee, ja, stimmt, genau. Ich bin immer noch in London und ich komme nie wieder nach Hause. Yay. Ja, es ist so, Endergebnis. Wir hatten noch 3 Minuten bis zum Check-in. Drei Und Minuten. du halt ohne Karte. War wieder aufgetaucht, aber noch 3 Minuten, bis wir da sein müssten. Meine Freundin stand halt da rum und ihr Korb mit den Sachen, die überprüft werden müssen, war noch nicht überprüft und es waren noch gerade keine Anstalten gemacht worden, dass irgendwas überprüft wird. Die Lösung war übrigens, es befand sich eine leere 0,5 Liter Flasche Coca-Cola im Koffer. Und das war halt von dem Röntgengerät so angesehen worden, oh, das ist mehr als 100 Milliliter, müssen wir überprüfen. So eine Pfand-Uschi, deine Freundin. Ja, nichts wegschmeißen. Anscheinend. Jedenfalls, ich und der, ja, jetzt Freund meiner Freundin, wir wollen dann halt schnell Wie, zum deine Check-in. Freundin hat einen Freund? Es ist ja nicht meine Ist Freundin, sondern das, geht das okay für dich? absolut. Ja? Bist du so einer? Schaust du gerne zu? Halt die Klappe. Wir sind dann, wir Jetzt wollten wird dann mir auch noch schnell, Trinken verboten. wir wollten dann schnell Ist ja nichts zum, mehr. wir wollten dann schnell zum Check-in-Schalter. Und weißt du eigentlich,
wie groß die Einkaufsmöglichkeiten in so einem handelsüblichen Flughafen sein können. Boah, jetzt schweigt er sich aus, weil er beleidigt ist. Ja, sorry, du hast mir gerade den Mund verboten und jetzt möchte er wieder, dass ich irgendwie interagiere. Nein, wie groß ist denn so eine Einkaufsfläche? So eine Einkaufsfläche ist sehr groß und es gibt nicht nur eine Einkaufsfläche. Es gibt verschiedene davon und alle sind ungefähr so groß wie ein Fußballfeld, so reingefühlt. Also mussten wir erst durch drei von diesen Scheißdingern, um dann am Horizont zu sehen, hier lang bitte zum Einchecken. In 10 Minuten sind sie da. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch eine Minute. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Sportlichste, ich war kurz davor, einfach mich auf den Boden zu werfen und sagen, komm, lass mich einfach sterben, ist mir jetzt auch egal, ich sterbe zumindest hier irgendwo in London, das kann doch nicht jeder von sich behaupten. Wir haben es irgendwie noch geschafft, an den verdammten, an den verdammten Schalter zu kommen und zu sagen, bitte warten Sie doch, 3 Minuten, komm noch welche. Und dann, ja, relaxen Sie mal, das packen wir und wir sind noch in den Flieger reingekommen. Und kamen dann irgendwie nach Hause, halt auf eine Art und Weise, die angeblich nicht so sein sollte, wie sie sein sollte. Und seid ihr alle miteinander jetzt noch befreundet oder war das jetzt quasi... Nee, das war das Ende unserer Freundschaft. Wir reden nie wieder miteinander. Hm. Kommt mir bekannt vor. Tja. Ja, London ist für Freundschaften einfach nicht geeignet. Ja, und ist gegenwärtig eines der bedeutendsten Kultur- und Handelszentren der Welt mit zahlreichen Universitäten, Hochschulen, Theatern und Museen. Mit der City of London zählt die Stadt außerdem neben New York City zu den größten Finanzplätzen der Welt. Historische Gebäude wie das liest du gerade ab, das ist doch gar nicht dein eigenes Wissen. Power of London zählen unter anderem zum UNESCO Weltkulturerbe. Ja, das liest du ab, du hast das gar nicht selbst irgendwie jetzt verfasst. Ja, deswegen sage ich mal, das war der Reloaded Podcast. Vielen Dank heute auch zum letzten Mal an meinen ehemaligen guten Freund Kioma02 und ich bin sicher, wir hören uns irgendwann nicht wieder, wenn du wieder in Urlaub gewesen bist. Es war mir eine Ehre, heute zum letzten Mal mit dir einen Podcast machen zu können. Tschüssikowski, sage ich jetzt mal, oder um es auf Englisch zu sagen, goodbye und arrivederci. Das war jetzt zwar nicht Englisch, aber ist mir auch egal, weil ich kann jetzt hier sagen, was ich möchte. Ich werde hier nicht mehr eingeladen. Tja, was soll's. Ja, oder wie der Engländer sagen würde, please mind the gap and fuck off. Genau. Tschüss.